Erneut willkommen zurück zu Let's Play Oblivion, meine lieben Freunde. Ja, ich bin natürlich immer noch in Skin grad, und zwar wieder mal in der Magier-Gilde. Hab mich aber auch vorhin mit Synderion unterhalten und weiß jetzt auch, wofür ich die Nierenwurz eigentlich sammeln soll. Für ein bestimmtes Elixier der Erforschung. Und über Kleatier habe ich eigentlich mal rausgefunden, dass der ziemlich verrückt sein soll. Also ein sehr, sehr seltsamer Vogel irgendwie, aber trotzdem habe ich ja von dem eine Nebenquest bekommen gehabt, aber jetzt habe ich mir mal gedacht, dass ich erstmal wieder eine weitere Magiergildenempfehlung bekomme, wenn ich schon hier in Skingrad bin. Und ich bin außerdem eine Stufe aufgestiegen, jetzt bin ich schon auf Stufe 5 und jetzt unterhalte ich mich mal hier wieder mit den Gildenmitgliedern. So. Hallo Schüler, ich gehe davon aus, dass ihr einen guten Grund dafür habt, mich zu unterbrechen. Ja, hey, bei der kann man auch wieder Zauber kaufen. Was darf ich euch anbieten? Ah, das sind ja endlich mal... Oh mein Gott, das sind ja sauteure Angriffszauber. Die sind ja alle voll... Ganz schön teuer, verdammt. Hier, Arktisschlag, Blitzeinschlag, Blitzflut, Blitzsturm, Eisblitz, Eissturm, Fertigkeit entziehen, Beschwörung, Klinge Wiederherstellung, Feuersturm, Flammengewitter, Hitzeschock, Kugelblitz, Rüstung auflösen, Schneesturm, sengender Schlag, verdorrender Blitz, überragende Wunden, überragender Magie zu gehen, das kann ich mir alles nicht leisten und bin viel zu, also die verkauft schon sehr, sehr starke Zaubersprüche, aber naja. Ich gehe hier wieder mal alles durch hier, Geheime Universität. Es ist schon seit sehr langer Zeit die Heimat der Magiergilde. Ihr solltet mal die Bibliothek sehen, die sie dort haben. Es ist der einzige Ort in der Kaiserstadt, den zu besuchen sich lohnt, wenn ihr mich fragt. Ich mache die Reise nur, wenn ich hier ein bestimmtes Buch nicht finden kann. Ah ja. Kennst du irgendwelche Gerüchte? Manche sagen, dass Traven die Position des Erzmagiers zur Verfolgung eigener Ziele missbraucht. Wer erzählt denn sowas? Und so, die Magiergilde hier? Es gibt mindestens eine Person in jeder Gildenhalle, die Zaubersprüche anbietet. Schaut in jeder Halle nach, damit ihr auch niemanden überseht. Ja, logisch, du verkaufst hier ja gerade, aber wie gesagt, das ist... Die sind zu stark für mich, kann man sagen, oder ich bin einfach noch zu schwach. Aber erzähl mir noch was über Skingrad. Was? Ihr wollt eine Stadtführung? Seht ihr nicht, dass ich viel zu tun habe? Behelligt doch einen Bettler oder eine Wache. Die stehen sowieso nur den ganzen Tag rum und quatschen. Naja, eigentlich bin ich hier wegen einer Empfehlung hier. Ich fürchte, ich habe darüber nicht viel nachgedacht. Ich habe ziemlich viel zu tun, versteht ihr? Meine Forschung nimmt fast all meine Zeit in Anspruch. Wenn ich da jetzt so dran denke, habe ich ein kleines Problem bezüglich Ertor. Er ist einer der Gildemagier hier. Meint ihr, er könnte etwas tun? Ja. Hervorragend. Ich habe einfach keine Zeit, ihn schon wieder zu suchen. Aber ich muss ihn nach Notizen fragen, die er ausgeliehen hat. Ihr könnt ja herumfragen und sehen, ob euch jemand helfen kann. Lasst mich wissen, wenn er zurück ist. Dann bekommt ihr eure Empfehlung. Quest angefügt, Skingrad-Empfehlung. Ah ja, es geht also um einen gewissen Ertor. Na, erzähl du mir doch gleich mal was über ihn. Er ist, ein interessanter Bursche. Solinus Vassinus kann euch mehr über ihn erzählen, wenn ihr das möchtet. Solinus sollte hier irgendwo sein. Sprecht mit ihm, wenn ihr mehr über Ertor erfahren wollt. Okay, gut, danke. Sagt Ertor, er soll zu mir kommen, wenn er zurück ist, Schüler. Ist okay. Gut, dann wechsle ich mal die Quest. So, Skingrad-Empfehlung wird jetzt aktiv geschalten. Genau, damit ich ein Empfehlungsschreiben von Adrienne Beren bekomme, muss ich Ertor finden und ihn zum Magier von Skingrad zurückbringen. Ich sollte mit einem Gildemagier sprechen, über seinen Aufenthalt oder herauszufinden. Okay, da geht's eh. Wie wir sehen können, hier zwei grüne Pfeile, das heißt, das sind zwei Personen, die mir etwas über Ertor sagen können. So, wer ist denn hier drin? Ah, eine Argonierin, Druja. Was? Wer seid ihr? Oh, wen kümmert's? Ich bin Druja. Möchtet ihr etwas? Oder wollt ihr nur Cyrodiilisch üben? Oh, hey, die verkauft ja auch Zaubersprüche, hoffentlich kann ich mir hier vielleicht was leisten. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Ah, na das sieht ja schon etwas leistbarer aus. Brennende Berührung, vorher schon 10 Punkte auf Berührung. Entropische Berührung schadet der Lebensenergie. Fernmanipulation, das ist ein Telekinese-Zauber. Feuerstrahl, Funke,
Schneeball. Verteidigen, starke Lebensenergie, Scamp beschwören, leichte Wunde, geringere Entnervung, Fluch der Anfälligkeit. Na, wisst ihr was? Ich kaufe mir hier mal den Feuerstrahlzauber und auch den Schneeballzauber. So, und den Funkezauber auch kaum. So, und auch die brennende Berührung, dann habe ich die alle schon mal gekauft. Der Rest interessiert mich dabei relativ wenig. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Ja, danke schön. So, erzähl du mir mal das über die Stadt. Es ist eine Stadt wie jede andere. Naja, drumherum gibt's die Berge, Wein und Schafe. Aber hier in der Stadt gibt es nichts Besonderes. Sonst? Adrienne liest vielleicht zu viel. Aber ihr solltet mal den Beschwörungszauber sehen, den sie Wigge beigebracht hat. Er unterrichtet euch vielleicht, wenn ihr ausreichende Fertigkeiten habt. Sie will mich ja hier scheinbar auch trainieren. Ihr müsst noch viel lernen. Aha, die würde mich in Mystik unterrichten. Setzt Zaubersprüche ein, die Magie absorbieren, reflektieren und zerstreuen, Objekte bewegen, Leben aufspüren und Seelen binden. Fertigkeit des Trainers Lehrling und eure Fertigkeit Novize. Boah, was kostet jetzt 200 Gold wieder? Mit ein einziges Mal nur trainieren, also nee, lieber dabei noch nicht. Gerüchte? Totenbeschwörung mag in Cyrodiil legal sein, aber nur wenige werden zugeben, dass sie sich damit beschäftigen. Jetzt, wo die Magiergilde sie verboten hat. Ja, das habe ich auch schon gehört. Also, weißt du irgendwas über Ertor? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Naja, aber es war ja auch nicht das erste Mal. Darum habe ich mir auch keine großen Sorgen gemacht. Aha, okay. Auch ihr. Also, die konnte mir jetzt nicht wirklich viel erzählen. Na, dann muss es ja hier noch jemand anders geben. So, du zum Beispiel. Was ist los, Schüler? Ich habe gehört, dass Adrienne euch vor eine ganz nette Aufgabe gestellt hat. Ja, der verkauft mir auch Zauber. Es gibt ja drei Leute, die mir Zaubersprüche verkaufen. Ist ja geil. Kommen wir zum Geschäft. Was haben wir denn hier? Die kosten schon wieder ein wenig mehr und sind sicher auch wieder stärker. Hier, Anfälligkeit für Blitz, Anfälligkeit für Eis, Anfälligkeit für Feuer und Anfälligkeit für Gift. Das heißt, dass wenn ich den Gegner mit so einem Zauber treffe, dass der dann eben noch anfälliger eben auf zum Beispiel weitere offensive Feuer-, Eis- oder Blitzzauber oder auch Gifte wird. Was haben wir hier noch? Einen Blitzstrahl, die elektrische Berührung, entropischer Blitz, Fernmanipulation, Flamme der Berührung, Frostberührung, Hagelkorn, Rüstung korrodieren. Da kann man die Rüstung von Gegnern beschädigen, Skampisch, und das Verteidigen wieder. Weiß nicht, ob ich mir hier nicht noch mehr, ob ich mir die vier alle nehmen soll, weil wenn ich dann hier diese Grundzauber habe, kann ich die auch wieder für Verzauberungen nutzen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. 136, 4, ja kommt, ich tue es einfach, ich kann es mir eh leisten. Also Anfälligkeit für Blitz, für Eis, für Feuer und für Gift. So, jetzt habe ich noch genau 500 Gold über, ne? Das reicht, ja, das ist genug. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Natürlich. So, erzähl du mir mal was über Skingrad. Habt ihr Adrienne Beren, die Vorsitzende der Magiergilde von Skingrad, schon kennengelernt? Nicht gerade eine angenehme Person, das gebe ich zu. Kümmert euch nicht darum. Okay, mit der Seid ihr an Unterweisung interessiert? Ich gebe Beschwörungskurse und Druja gibt Mystikkurse. Ah ja, der würde mich jetzt in der Beschwörungsmagie trainieren. Auf zum Training. Genau, hier Beschwörung. Setzt Zaubersprüche ein, um außerweltliche Kreaturen zu beschwören oder zu befehligen. Ruft magische Waffen und Rüstungen herbei und vertreibt Untote. Fertigkeit ist drin, ist wieder Lehrling. Meine Fertigkeit ja noch Novize, aber 210 Gold, also nee, kommt auch nicht in Frage. Noch nicht. Die Gilde kann euch bis zu einem gewissen Grad ausbilden, aber die besten Lehrmeister sind meist nur sehr schwer zu finden. Ja, da hat er recht. Kennst du noch irgendwelche Gerüchte? Ich weiß nicht, was... Achso, ja, okay, das mit der Totenbeschwörung hier. Die Gilde kann euch bis... Gut, na dann, du scheinst ja mehr über Ertor zu wissen, oder? Ein netter Kerl, glaube ich. Aber da gab es letztes Jahr diese schreckliche Sache mit einem Scamp. Damals hat Adrienne ihm gesagt, dass er anderswo seine Zauberkunst ausüben müsse. Anderswo sollte dabei ganz weit weg heißen. Also hat er sich in der kahlen Sandbankhöhle niedergelassen.
hat dort gearbeitet und ist zweimal die Woche in die Stadt gekommen. In letzter Zeit ist er aber nicht mehr da gewesen. Aha, die kahle Sandbankhöhle? Oh, ich kann mich einfach nicht daran erinnern, wo das ist. Wie schade. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Aber vielleicht kann ich irgendwen anderen danach fragen. Ich bin hier, um zu helfen, wenn ihr mich braucht. Ja. Weiß sie das vielleicht? Ich nehme an, ihr seid wegen dieser Empfehlung hier. Ja. Weiß sie, kann ich da jetzt irgendwas aktualisieren eigentlich? Habt ihr Ertor... Nee, irgendwie... Nee. Sagt Ertor, er soll zu mir kommen, wenn er zurück ist, Schüler. Dusche ist auch noch was? Da. Weißt du, wo die kahle Sandbankhöhle ist? Es ist gleich westlich von Skingrad. Hier, seht ihr es auf der Karte? Dahin hat es Ertor verschlagen, nachdem Adrienne ihm gesagt hat, dass er nicht mehr in der Gildenhalle praktizieren darf. Sie erinnert sich wahrscheinlich nicht mal mehr daran. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich daran erinnert. Besonders daran, dass es ihre Idee war. Ah, na bitte, sie konnte mir das sagen. Und Kartenmarkierung hinzugefügt. Vielen herzlichen Dank. Viel Glück bei der Suche nach Ertor. So, kann ich jetzt noch sagen? Kahle Sandbankhöhle, natürlich. Oh, ich kann mich nicht daran erinnern, ihm gesagt zu haben, dass er dorthin gehen solle. Tja, dann müssen wir wohl etwas unternehmen, oder? Mit wir meine ich natürlich euch. Ich habe da etwas, was euch helfen könnte. Einen einfachen Feuerballzauber, falls ihr euch verteidigen müsst. Ich bin dann hier, wenn ihr zurückkommt. Viel Glück! Na, nochmal die Quest aktualisiert und schwacher Feuerball zur Zauberspruchliste des Spielers hinzugefügt. Naja, jetzt habe ich aber eh schon bessere. Aber gut, er ist also in der kahlen Sandbankhöhle. Muss ich mal kurz auf die Weltkarte schauen, wo die sich jetzt genau befindet. So, gucken wir mal. Ah ja. So, seht mal. Hier drüben ist dieses Schattenlob, die Gicht da, wo mir Sindieren gesagt hat, dass man dort ziemlich viele Nierenwurze finden kann. Und hier wäre eben die kahle Sandbankhöhle. Okay, na, das ist ein kleines Stückchen hier, aber das mache ich, ja, das mache ich schon. Das dürfte jetzt nicht so schwer sein, dass ich da hinkomme und dass ich ihn hoffentlich auch lebend finde. So, wartet mal, von hier aus gesehen, ja, da lang. Jetzt werde ich mich aber wieder umkleiden. Schön praktisch wieder das alles hier anziehen, damit hier wieder schön, genau, zack. So, wunderbar, jetzt bin ich wieder geschützt. Das heißt, sollte mir wieder irgendwas passieren, kann ich mich wieder verteidigen. Was eh logisch ist, ne? Also ich ziehe mir das eigentlich nur aus und an, wenn ich in der Stadt irgendwie unterwegs bin, weil ich dann einfach schneller bin. Weil es irgendwie auch besser aussieht, muss ja nicht ständig in der Rüstung rumlaufen. Draußen natürlich wesentlich wichtiger bei den ganzen Gegnern. So. Genau, und hier haben wir übrigens eh gleich mal die Weinberge hier. Also da, wo der ganze Wein hergestellt wird. Gut, hier sind Pferde. Aber hier zum Beispiel, hier steht sogar Cyrillier Brüder Weingut. So, es ruckelt leider schon wieder ein wenig. So, hier, das alles gehört den Cyrillier-Brüdern, da sehen wir sie auch schon. Die bauen hier eben Weintrauben an, machen daraus Wein. Und das hier drüben, das ist, glaube ich, schon von der Konkurrenz, das gehört dieser Tamika. Man kann sagen, das sind jetzt ja irgendwie auch konkurrierende Weinbauern. So, hier wächst ja schon wieder was. Pfingstrosen. So, ich mal ein bisschen was pflücken. Oder was haben wir hier? Flachs. Aha, Flachssamen. Okay. Hier drüben Primeln, Flachssamen. Okay. Ein paar Primelblätter und so. Gut, hier ist irgendwie auch eine Mine in der Nähe, hier gleich westlich. Da schaue ich mir erstmal an, was ich hier finde. So, das ist gleich hier vorne. Die verfluchte Mine. Und ich muss von hier aus jetzt aber... Aha, ich muss hier so nach Nordosten, Nord-Nordosten. Da muss ich eigentlich hin. Ich sehe gerade, es wird schon wieder total... Ja, natürlich, ihr könnt nicht warten, während sich Feinde denn hier aufhalten. Ach so, weil da vorne, da ist wer. So, komm mal her, du Sack. Banditen schon wieder hier. Und tot. So, kommt davon.
Ah, schwache Heiltrank und Dietrich dabei gehabt. Super. Und hier irgendwo liegt jetzt schon wieder die Waffe rum. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, wenn die ihre Waffen... Ach, gefunden. Wenn die ihre Waffen hier so im hohen Gras fallen lassen, dann findet man die einfach nicht mehr. Das ist ziemlich ärgerlich. So, ich will... es wird jetzt 7 Uhr nachts, dann warte ich genau 12 Stunden, dann ist es 7 Uhr morgens. Ich ziehe einfach lieber im frühen Morgen los, da sehe ich einfach besser. Und das schaut einfach besser aus in der Umgebung hier. So, komm, 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 hopp, hopp, hopp. Ja, so ist besser. Jetzt mal abgesehen von dem Nebel, der hier ein bisschen ist, aber das macht nichts. Die hat doch nicht echt geglaubt, dass sie mich umbringen kann, hier diese Banditenfrau da. Hier wachsen ja immer wieder Pfingstrosen, ne? Pfingstrosensamen. Wenn schon, denn schon. Da sind noch mehr. Zack, zack, zack. Was ist das? Wiesenschaumkraut, okay. So, wo ist denn das jetzt endlich? Ah, muss gleich hier vorne irgendwo sein. Wenn ich es dann gleich sehe. Flachs und so weiter. Aber seht mal da. Ah ja, ich sehe es schon auf dem Kompass, aber seht mal, da vorne ist auch was Interessantes. Diese komischen... Ja, dieser Stein da, das ist was Besonderes. Und der da ist auch besonders. Hier gibt es jetzt zwei verschiedene Arten, dass ihr beide mal seht. Das ist super eigentlich. Kann ich das mal kurz erklären? Also der hier hat ja so eine grüne Inschrift und der da drüben eine rote. Die unterscheiden sich eben anhand der Farbe. Sind magische Steine. So, hier wächst doch immer wieder was drumherum. So, hier. Das ist der Rehman-Runenstein. Den kann ich berühren. So, der Stein rührt sich unter eurer Hand. Sucht ihr seine heraufbeschworene Waffenrüstung? Nein. Bei solchen Steinen kann man sich beschworene Rüstung und Waffen herzaubern. Das heißt, man wird per Magie eben mit einer Rüstung und einer Waffe ausgestattet, die man auch gar nicht ablegen kann und die man für eine gewisse Zeit lang mit sich herumträgt und benutzen kann, bis der Zauber dann wieder verfliegt. Ist für mich persönlich jetzt nicht so interessant. Viel wichtiger ist eigentlich, wie gesagt, der andere Stein dort drüben, der mit der roten Inschrift. Oh, und dein Oblivion-Tor sehe ich dort auch wieder. Ja, da werde ich später irgendwann mal reingehen. So, aber der hier ist etwas interessanter. Das ist der Aetherius-Stein. Es scheinen keine Sterne auf den Schicksalsstein. Diese Schicksalssteine funktionieren nur nachts. Wenn, ja, Mitternacht, jetzt war es eigentlich irgendwie blöd, dass ich gewartet habe. Ich kann ja meinetwegen nochmal warten, es ist ja egal, es geht ja eh schnell. 8 Uhr morgens, dann wieder 8 Uhr abends, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr abends. So, ich warte jetzt halt 15 Stunden, ist mir jetzt sowas von egal. Ich hoffe, dass das funktioniert, weil das hängt auch wieder mit dem Spielerlevel zusammen, glaube ich. Auf jeden Fall muss es halt Nacht sein, dass die Sterne drauf scheinen. So, jetzt ist es 11 Uhr nachts. So, klares Wetter ist auch. Das Schicksal des Helden offenbart sich, wenn der Ruhm des Helden gewachsen ist. Also es hat jetzt gar nicht mal wirklich was mit dem Level zu tun, sondern mit dem Ruhm. Den kann man sich hier ja angucken. Hier, Ruhm. Habe ich gerade mal 12 und das scheint jetzt zu wenig zu sein, als dass ich wirklich diesen Aetherius-Stein berühren und dann einen speziellen Zauber erhalten kann. Das heißt, es ist nur wichtig, sich das zu merken, dass hier eben dieser Stein rumsteht, weil die Grünen da sind, wie gesagt, nicht so, für mich persönlich nicht so toll, aber die Roten, wie gesagt, da bekommt man einen ganz besonderen, dauerhaften Zauber, wenn man eben genug Ruhm besitzt. Und das erreicht man eben, indem man viele Quests schafft und Leuten hilft und was weiß ich noch alles. Und da hinten, wie gesagt, ist ein Oblivion-Tor, aber jetzt will ich eigentlich wieder, dass es wieder Tag wird, dass es einfach besser ist. Ich habe zwar jetzt wieder ein bisschen viel Zeit verplempert und werde wohl erst im nächsten Part nach Ertor suchen. So, jetzt regnet es gerade wieder. So, dem Oblivion-Tor nähe ich mich lieber nicht, aber die kahle Sandbankhöhle habe ich schon gefunden. Die ist jetzt hier. So.
Athletikfertigkeit auch verbessert. Ich kann ja noch reingehen. So, kahle Sandbankhöhle. So, okay. Freunde, ich beende hier und im nächsten Part suche ich dann hier drinnen nach Ertor. Ich bin gespannt, wo er denn steckt und was überhaupt mit ihm passiert ist, warum er nicht zurückkommt. Da muss ja irgendwas passiert sein, aber das erfahrt ihr dann im nächsten Part. Also, macht's gut, Freunde. Tschüss.